Moin zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen meiner absoluten Lieblingssmoothies und zwar einen Erdbeer-Avocado-Smoothie mit Basilikum. Klingt lecker? Ja, sehe ich genauso, aber sieht auch lecker aus und zwar so. So sieht er aus. Jetzt will ich euch aber natürlich noch erzählen, was alles drin ist. Der Name verrät es ja schon, Erdbeeren und auf jeden Fall Avocado. Aber was ihr zuallererst braucht, ist ein bisschen Pflanzenmilch. Ich habe jetzt hier an der Stelle 500 ml Mandelmilch. Ihr könnt aber auch jegliche andere Pflanzenmilch nehmen. Dann haben wir hier vorne Erdbeeren, das sind ungefähr 300 Gramm. Zwei Bananen. Und ihr braucht natürlich Avocado. Eine Avocado habe ich jetzt hier schon mal klein geschnitten. Dann Basilikum. Ungefähr 10 Blätter, aber es kommt natürlich auf euren persönlichen Geschmack an. Ahornsirup für die zusätzliche Süße und für den extra Kick ein bisschen frisch gepressten Zitronensaft. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Das erste, was wir machen müssen, ist die Mandelmilch zusammen mit der Banane und dem Ahornsirup und dem Zitronensaft in den Mixer werfen. Also alles in den Mixer. Mandelmilch. Die beiden Bananen. Ahornsirup. Und zu guter Letzt noch den frisch gepressten Zitronensaft. Sind ungefähr so 3 Esslöffel. Das mixen wir jetzt einmal ordentlich durch, bis wir so eine richtig schöne Bananenmilch haben. Und wenn sich das alles schön verteilt hat, dann geben wir davon jetzt erstmal die eine Hälfte in ein anderes Gefäß. Die brauchen wir nämlich gleich noch. Und in die andere Hälfte geben wir jetzt unsere Erdbeeren. Und mixen alles nochmal durch. Und wenn das alles durchgemixt ist, dann geben wir das so lange noch mal in ein zweites Gefäß. Genau, denn den Mixer brauchen wir jetzt noch mal für unsere restlichen Zutaten. Da kommt also jetzt unsere restliche Bananenmilch rein. Dann natürlich die Avocado. Ja. Und noch ungefähr 10 Basilikumblätter. Aber wie gesagt, guckt einfach, wie viel ihr da nehmen wollt. Das mixen wir jetzt alles noch mal gut durch und dann haben wir im Grunde schon mal unsere zwei Grundgetränke, die wir gleich so ein bisschen miteinander vermischen wollen. So, und das ist dann die Konsistenz, die wir haben wollen. Natürlich ist der Teil mit der Avocado durchaus dickflüssiger. Das ist aber auch ganz gut so, denn jetzt könnt ihr das beides schichten. Und das ist das, finde ich, was nicht nur toll aussieht, sondern was am Ende auch lecker schmeckt, wenn man sich so durch die Schichten probieren kann. Wir fangen in dem einen Glas einfach mal mit der grünen Schicht an. So. Und dann kippen wir da jetzt hier noch unsere Erdbeermilch obendrauf, die sich dadurch, dass natürlich die eine Lage halt eben ein bisschen dickflüssiger ist, dann schön da drauf setzt. Das machen wir jetzt hier genau andersrum. So, schön gleichmäßig ist was anderes, aber es muss ja lecker schmecken und nicht nur gut aussehen. Oben noch ein bisschen Basilikum drauf geben auf beiden Seiten. Und dann würde ich sagen, wir versuchen das Ganze einfach mal. Sehr lecker. Also unten eben natürlich durch die Avocado und das Basilikum was ganz anderes, was man so wahrscheinlich nicht von den Smoothies normalerweise kennt. Und oben dann richtig schöne Erdbeermilch, wenn man so möchte. Ein richtig guter Erdbeersmoothie. Und die Kombination aus beiden ist für mich was, was ich sehr liebe. Jetzt habt ihr gerade die Erdbeerzeit, von daher nutzt die Chance. Ihr könnt es aber natürlich das ganze Jahr machen. Mit gefrorenen Erdbeeren funktioniert das auch wunderbar. Denn so ein richtig kalter Smoothie ist einfach immer was Leckeres. Von daher an der Stelle ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.